Das weißgelbe Licht der Sonne strahlt mit der Gewalt von 55 Grad in das zerbrochene Fenster unseres Raumschiffs. Emmett lächelt verlegen und versucht, mit einer eigenen Umarmung seines schwächlichen Körpers seine Krankheit, seine Verletzungen und seinen Hunger zu verdecken. Megan Mann sitzt angestrengt, als wäre sie auf dem Pott auf ihrem Stuhl. Auch sie hat Verletzungen erlitten. Und der Captain, Diddy Dawkins, umklammert wie immer den Kaffee. In der Hoffnung, dass alles besser wird. Und die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, dass nach diesem Tag Tom zurückkehrt mit viel zu speisen. Herzlich willkommen zurück bei 60 Parsecs. Ich bin euer Kapitän. Beziehungsweise Diddy Dawkins ist eure Kapitänin, aber wir gemeinsam sind Captain. Und wir sind in der letzten Folge auf einem Planeten gelandet. Auf einem Wüstenplaneten, deswegen haben wir jetzt die ganze Zeit eine Mischung aus irgendeiner komischen Sci-Fi-Musik und dem Yu-Gi-Oh!-Theme im Background. Kann man sehr genießen, wie ich finde. Aber uns fehlt's an Stuff. Das Herstellungsmodul ist gerade deaktiviert, es ist Tag Nummer 19. Und was in dieser Episode passieren wird, Leute, ist, dass wir das Raumschiff benennen. Ihr könnt die Kommentare nutzen. Schreibt mir Vorschläge für den Namen dieses Raumschiffs in die Kommentare, sofern wir diesen Tag überleben. Was ist denn die Aufgabe? Captain, da stimmt was nicht. Ich verzeichne unkontrollierte Energieschübe im Herstellungsmodul. Deswegen funktioniert es auch nicht. Ich kann sie nicht unterbinden. Damit ist das kein Unfall. Das ist ein Sabotageakt. Jemand muss das sofort reparieren oder das Modul explodiert. Schnell. Ich will Emmett in seinem Zustand da eigentlich nicht reinschicken, aber er hat den brillanten Verstand. Und deswegen ist das dein Bereich. Bisher konnte man sich da noch immer drauf verlassen. Und ich vertraue Emmett. Ich will aber nicht, dass Emmett explodiert. Das finde ich nicht gut. Ihr habt schließlich auch eine Vergangenheit. Mit dem Jungen. Das sieht gut aus. Und Tom ist zurück. Er ist zwar wieder so ein bisschen durchgedreht. Und er hat Suppen mitgebracht. Schaut euch das Suppenregal an. Da sind 4 Suppen drin. Das ist mega. Tom. Wirklich. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Welche willst du zuerst? Die schlechte Nachricht ist, dass das Herstellungsmodul explodiert ist. Ein wenig. Das zu reparieren wird ein paar Tage dauern. Außerdem ist Emmett explodiert. Ihn die Explosion verhindern zu lassen war keine gute Idee. Oh Mann, das wollte ich halt absolut nicht. Immerhin lebt Emmett noch. Aber dass das Herstellungsmodul kaputt ist, ist halt auch ein riesiges Problem. Weil ich ja eigentlich nach wie vor einen Erste-Hilfe-Kasten für ihn herstellen will. Oder allgemein muss ich ja Sachen herstellen, um mir die komplette Crew am Leben zu halten. Denn 4 Mäuler zu stopfen, ich sag euch mal was, wenn man 4 Mäuler stopft statt einem, dann ist das vierfach so viel. Tom hat jedenfalls seine Mission zur Ortung des geheimnisvollen Signals überstanden. Er ist offenbar von Steinschlägen getroffen worden, abgemagert und brabbelt etwas vom Echo. Das macht in der Schlucht sogar Sinn. Aber das Wichtigste ist, dass er weiterhin unter den Lebenden weilt. Du klatschst in deine Hände, als er beginnt, von einer spannenden Reise zu berichten. Wir bräuchten eigentlich nur so ein Spielzeugäffchen, das die ganze Zeit rumklatscht. Die ständigen Steinlawinen haben Tom mehr als nur metaphorische Kopfschmerzen bereitet. Er hat aber in der Schlucht ein Lager ungenutzter Batterien gefunden, na klar, und ihre Energie angezapft. Das gab 33 plus. Dazu hat er richtig gut was mitgebracht. Er hat einen funktionierenden Kommunikator gefunden. Den hat er also komplett dieses riesige Teil von der Schlucht an bis hierher getragen. Es ist einfach... Ich kann nichts Schlechtes über Tom sagen, außer dass er ab und zu durchdreht, aber das ist auch verständlich. Und Suppe. Tom hat schlüssige Beweise für andere menschliche Überlebende auf diesem Planeten gefunden, die möglicherweise aus der Zukunft stammen. Ey, wenn hier jetzt wirklich so eine kleine Zeitreisen-Story stattfinden würde, fände ich das richtig cool. Oder man trifft vielleicht sogar die Ichs aus der Zukunft. Ich bin immer noch hellwach, aber das sind ganz, ganz viele Meldungen hier, die nicht gut aussehen. Ich schaue mir das aber lieber direkt im Bildschirm an. Megan ist leider auch schwach, das heißt, auch sie könnte eigentlich den Erste-Hilfe-Kasten gebrauchen. Tom ist am Verhungern schwach und müde. Das Müde soll er sich von selbst erledigen. Er kriegt jetzt erstmal eine Suppe, das ist ja gar keine Frage. Emmett kriegt auch erstmal eine Suppe. Und ansonsten kriegt aber erstmal niemand eine Suppe, dann haben wir noch 2 übrig. Das Herstellungsmodul funktioniert halt immer noch nicht, obwohl wir jetzt eigentlich die Energie dafür hätten und auch nochmal den Kommunikator recyceln könnten. Leute, ich würde euch gerne mehr bieten. Ihr könnt vielleicht mal versuchen, am Artefakt mit den dicken Eutern rumzuklammern. Vielleicht kommt da ja irgendwas raus. Captain, meine Wettersysteme erfassen ein Gewitter am Horizont. Es bewegt sich schnell und ist hoffentlich bis morgen wieder verschwunden. Leider kann ich da absolut gar nichts tun. Der Computer möchte seine Sensoren auf Batteriebetrieb stellen. Wir müssen beim Hauptgenerator bleiben. Das wird schon irgendwie gehen.
Nur nicht duschen. Das soll der nicht. Ich habe auch noch keine Dusche gesehen im Raumschiff. Das dauert mir. Manchmal dauert es so lang, bis wieder der nächste Tag auftaucht. Dann denkt man immer, what's happening? Wo ist Didi? Ich glaube, die gleiche Situation hatten wir doch schon mal mit Emmett. War das nicht auch so ein Gewitter? Das Wetter hat sich beruhigt? Es war nichts als durchnässter Müll dabei? Ja, wo... Das ist dann hier wieder so eine Story-Sache. Rennt bestimmt da irgendwie wieder draußen rum und veranstaltet sonst was. Aktuell ist niemand am Verhungern. Das Herstellungsmodul ist immer noch kaputt. Das ist echt bisher die härteste Nummer insgesamt, die wir bisher in dem Spiel hatten. Dass uns das Herstellungsmodul weggenommen wurde und wir nichts mehr produzieren können. Keinen kleinen Pfifferling mehr. Ich bin froh, dass, ja, das ist diese Runde um das Shuttle. Da bekommt man immer erstmal Angst, wenn der Captain außerhalb des Raumschiffs sich befindet, die eigene Spielfigur auch. Aber es ist nur ein kleiner Spaziergang und da fliegt wieder ein Asteroid direkt auf mich zu. Dem weiche ich natürlich aus. Didi ist sportlich drauf. Das sollte jetzt kein Drama werden. Einfach kurz draußen so ein bisschen den Dingen ausweichen. So ein bisschen sportlich von links nach rechts. Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Friendzone. Hat das Spiel mich gefriendzoned oder wie ist das genau? Ich bin jedenfalls der Flugbahn gekonnt ausgewichen. Und guck mal hier, da sind auch meine ganzen aktuellen Ziele noch. Ich muss auf Kontakt warten. Das ist die aktuelle Story-Mission. Und 7 erfolgreiche Attributsentscheidungen eigentlich nach wie vor machen. Dann geht es dem Captain vielleicht besonders gut. Titi. Ach, mit Emmett sind wir jetzt befreundet. Wusste gar nicht, dass es den Status gibt. Das hat sich jetzt nicht viel verändert, aber wir sind jetzt befreundet. Das ist doch was hier, sind wir jetzt schön Friends. Da hat er wohl draußen gesehen, wie wir bei dem Asteroiden ausgewichen sind und dachten sich, das ist da, aber muss ich unbedingt mal die Freundschaft anbieten, das wird ganz toll. Als Kind wurde Emmett oft für seine Begeisterung für die Wissenschaft geärgert. Captain, er hat an einem Geschenk für dich gearbeitet. Ich merke aber, dass er zögert, es dir zu geben. Oh. Anhand seiner erhöhten Körpertemperatur und erhöhter neuronaler Aktivität, lautet meine Analyse, dass er fürchtet, dass du sein Geschenk nicht würdigst. Das klingt aber fast nicht nach Friendzone. Nimmst du es an? Natürlich, Emmett. Da konnte ich Emmett die ganze Zeit nicht helfen. Ich fange wirklich fast an zu weinen. Wenn du mir das Leben kannst, ja jetzt mein Freund werden, Emmett. Ich werde von dem Lächeln heute Nacht bestimmt träumen. Bitte niemand sterben. Ich weiß, die Situation ist gerade nicht gut, aber bitte bleibt alle am Leben. Das ist meine einzige Bedingung für die Nacht, für den Tag, ja. Lost in Translation. Emmett gab dir das Geschenk, an dem er gearbeitet hat. Das ist doch, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn für ein geiler Zufall an den verschiedenen Events? Ich will die ganze Zeit Emmett einen Erste-Hilfe-Kasten herstellen. Und was macht Emmett? Er bastelt ein Geschenk und das Geschenk ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Es war ein Erste-Hilfe-Kasten, den Emmett im Laufe mehrerer Tage aus Ersatzteilen oder weggeworfenen Gegenständen aus dem Shuttle zusammengebaut hat. Emmett ist eine große Bereicherung für die Besatzung, Captain. Das würde ich aber auch sagen. Absolut. Selbst nach meinen Berechnungen hätten diese Einzelteile nicht zur medizinischen Versorgung verwendet werden können. Emmett, mega. Da du den auch hergestellt hast, hast du den dir auch selbst verdient, denn du bist verletzt und schwach. Das können wir vielleicht direkt mit dem Erste-Hilfe-Kasten regeln. Megan bekommt in diesem Fall die Suppe. Ich hoffe immer noch nicht, dass Megan als erstes stirbt. Im besten Fall stirbt übrigens gar keiner von euch. Da möchte ich nochmal hier kurz ransprechen. Und Tom ist halt schwach. Der muss sich halt einfach nach wie vor so ein bisschen erholen. Das Herstellungsmodul funktioniert auch wieder. Das ist perfekt. Das heißt nämlich, ich stelle jetzt eine Suppe her und dann irgendwann vielleicht auch hoffentlich einen Erste-Hilfe-Kasten oder irgendwas anderes. Weil ich muss die ganze Zeit die Suppe wieder auffüllen, denn ihr seid ja ganz schön hungrige Schleckermäulchen. Ne? Ist aber auch wirklich leckere... Super. Captain, wir haben eine Übertragung empfangen. Es scheint eine Aufnahme zu sein, die seit vielen Jahren in einer Schleife spielt. Leider ist die Nachricht in einer fremden Sprache und du kannst sie nicht verstehen. Ich kann leider nichts verwenden, um die Nachricht zu übersetzen. Ist auch irgendwie so ein bisschen komisch, dass man hier ein Handbuch braucht, wenn man eigentlich irgend so einen super intelligent, artificial intelligent KI-Computer da rumfliegen hat. Das ist die genaue technische Beschreibung von diesem Modell. Die habe ich selbstverständlich auswendig gelernt. Bin halt hyperintelligent, kann ich nichts für. Sorry, so geboren worden. Wieso brauche ich da noch ein Handbuch? Übersetz das doch selbst. Das kann doch nicht angehen. Aber eine Nachricht, die ganze Zeit in einem Loop abgespielt wird, spricht entweder für einen Alarm oder eben für ein Signal, dass irgendjemand Rettung braucht. Oder vielleicht auch eine Warnung, dass man von diesem Planeten schleunigst wieder verschwinden soll, weil riesengroße Wüstenstürme uns irgendwann zerfetzen werden. Gestern haben wir eine Übertragung empfangen, die seit Jahren in einer Schleife spielt. Da die Nachricht jedoch in einer fremden Sprache aufgenommen wurde, konntest du ihren Inhalt nicht verstehen.
Wenn ich du wäre, würde ich mich darum bemühen, ein Handbuch zu suchen, mit dessen Hilfe ich die Nachricht übersetzen kann, da wir sie früher oder später bestimmt erneut empfangen werden. Ich habe den kompletten Satz verändert, aber okay. Wer weiß, vielleicht enthält die Übertragung überlebenswichtige Hinweise. Das heißt, meine Mission hier ist, wie sie auf dem letzten Planeten war, da ging es ja auch eine ganze Weile nicht weiter, weil ich den Benjamin Blümchen Yoda-Verschnitt nicht geheilt habe. Hier sollte ich also möglichst schnell ein Handbuch herstellen, dann gibt es hoffentlich diese Mission nochmal und dann kann ich in der Story des Planeten weitergehen. Emmett ist nicht mehr verletzt, seine Wunden sind verheilt, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Ich schaue hier trotzdem nochmal allgemein drüber. Ist jetzt dafür am Verhungern. Tom Thompson ist auch am Verhungern. Emmett, auch wenn wir Freunde sind, du hast ja gerade erst den Erste-Hilfe-Kasten bekommen, deswegen würde ich jetzt erstmal Tom Thompson die Suppe geben und wird dir einfach direkt eine weitere herstellen, die du dann danach bekommen kannst. Den einen Tag, den wirst du hoffentlich überstehen. Hast ja erstmal in dem Erste-Hilfe-Kasten, war ja bestimmt auch irgendwie so ein bisschen Schmerzmittel zum Fressen drin. Kannst du schön fressen! Also diese Nacht beginnt gerade interessant zu werden. Du wirst von einem Albtraum geweckt. Während deine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen, bemerkst du plötzlich, dass du nicht alleine bist. Du erkennst eine Gestalt in den Schatten. Sie bewegt sich nicht, scheint dich aber direkt anzustarren. Das ist ja wirklich ein bisschen creepy, wenn die Musik sich jetzt noch verändert hätte. Ich hätte halt schon gerne mal ein bisschen mehr grafisch dargestellt. Also ich glaube, dieses Spiel könnte noch eine ganze Ecke qualitativ geiler sein. Um ja mal kurz so ein bisschen rezensionistisch ranzugehen oder redaktionell. Es verändert sich halt leider grafisch ein bisschen zu wenig. Es ist cool, sich so viel vorzustellen und ich glaube, für euch, die Kommentare bekomme ich ja auch von euch, dass euch die Gesamtmachart des Let's Plays gefällt und ich bin mir sicher, viele lehnen sich einfach zurück und lassen sich das von mir so ein bisschen wie so ein Hörbuch vorerzählen. Aber manchmal würde ich gerne zumindest ein bisschen noch was sehen. Das wäre vielleicht mal für einen etwas aufwendigeren Nachfolger eine ganz schöne Idee. Ich kann sie nicht ignorieren, diese Gestalt, aber ich kann auch nichts für sie tun. Das Herstellungsmodul ist aktiviert. Tom bekommt eine Suppe. Das war Tag Nummer 24 und ab dafür. Tag 25. Du bist letzte Nacht aufgewacht und hast in den Schatten etwas gesehen, das wie ein Mensch aussah und dich anstarrte. Es hat Stunden gedauert, bis du den Mut aufgebracht hast, dich ihm zu nähern. Als du es schließlich tatest, stellte sich heraus, dass der mysteriöse Besucher tatsächlich nur eine alte, nutzlose Maske war, die an einem Kleiderständer hing. Die kann man natürlich erst nach 25 Tagen mal bemerken. Aber gut, man kennt das, ne? Wenn man so eine gewisse Stimmung hat und im Zimmerchen liegt und das Mondlicht scheint durch die Fenster hinein oder man sieht halt noch so ein bisschen was, dann kann auch plötzlich der unaufgeräumteste Kleiderschrank wie sonst was aussehen. Er hatte alle solche Angst. Es war ziemlich lustig, das muss ich zugeben. Leider hat das Erlebnis seine Spuren am seelischen Zustand von allen hinterlassen. Haltet durch, tapfere Astrobürger. Tut mir leid, jetzt lacht der Computer auch noch rum, der Computer. Emmett ist immer noch am Verhungern, aber ich kann ihn jetzt bedienen. Mit einem Süppchen. Leider müsste ich gleich wieder eine Suppe herstellen. Kann ich aber nicht. Also muss ich was recyceln. Ich hoffe, ich brauche den Kommunikator jetzt erstmal nicht mehr. Der kam ja auch neu wieder rein und wir haben ja schon einen genutzt. Aber eigentlich muss ich dann... Das Handbuch kann ich auch gerade gar nicht herstellen. Also muss ich das Handbuch finden. Also muss wieder jemand auf Expedition. Ich will nicht wieder Megan wegschicken. Aber Megan geht's eigentlich am besten. Megan, glaubst du, du kriegst das hin? Du kriegst diesmal auch volle Ausrüstung mit. Aber diesmal in eine Höhle. Weil in der Höhle könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht Überlebende sind. Megan? Das ist deine Chance auf Wiedergutmachung für deinen Fehlschlag letztes Mal, für den ich mich auch selbst verantwortlich zeige. Aber ich gebe dir nochmal die Chance, Megan. Dieses Mal mit voller Ausrüstung. Maske und Waffe. Captain, geht es dir gut? Diese seltsamen Flecken auf deinen Armen sind ein wenig beunruhigend. Siehst du sie? Bitte warte, während ich die medizinische Datenbank durchsuche. Was bringt denn dieser Computer eigentlich? In der medizinischen Datenbank ist nichts drin. Sorry, hol dir das Handbuch mit 300 Seiten, da wird es schon drinstehen. Ich hab dieses Handbuch nicht. Kommunikator recyceln. Ich habe aber kein Handbuch. Sorry, dieser Moment heute Nacht mit dieser Schattengestalt, die keine war, sondern eine Maske. Ach, Didi, du siehst ja wirklich... Ich vermisse dein Lächeln, Didi. Das gefällt mir ganz und gar nicht, dass du jetzt aussiehst wie so eine verschimmelte Tomate. Gestern sind auf deinem Körper seltsame Flecken aufgetaucht. Du hast nichts dagegen unternommen und die Situation hat sich verschlimmert. Du hast versucht, dich selbst zu diagnostizieren, aber du bist eindeutig nicht qualifiziert genug. Nein, Captain, zum letzten Mal, es ist kein Lupus. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Krankheit weiterentwickelt, aber die Gesundheit ist bereits stark angegriffen. Megan ist losgezogen, lass uns sie Daumen drücken. Lass uns die Daumen drücken, dass sie je wieder das Licht der Welt erblicken wird. Ich hoffe mal. Ja, Didi ist jetzt krank, am Verhungern.
Also brauchst du jetzt erstmal schnell eine Suppe. Also, ich glaube, das Spiel ist ja auch vorbei, wenn ich meinen Captain verliere. Tom ist immer noch schwach, könnte sich jetzt so langsam eigentlich mal erholen, sitzt hier jetzt schließlich schon wieder ein paar Tage rum. Und ich kann in dieser Entscheidung hier nichts tun. Ich könnte eine Dose Suppe opfern, um das Rezept zu verbessern. Und vielleicht die köstlichste Suppe der Galaxie zu erschaffen, aber ich habe keine Suppe. I'm low on soup, game. I'm low on everything, game. I don't have anything anymore. Suppenvorräte werden in Ruhe gelassen, weil keine da sind, Mann. Es sind keine Suppenvorräte da. Und der Geschmack ist perfekt, genau. Geschmack der Mittelmäßigkeit, so würde ich das auch ausdrücken. Eigentlich würde ich es so nicht ausdrücken. Oh, Diddy, nicht rumhusten. Das vertreibt die, also verbreitet die ganzen Erreger doch nur. Ich möchte kurz innehalten und ein Stoßgebet zu Megan schicken. Bitte macht alle mit. Bitte macht alle mit. Megan, oh Megan. Ich kann wieder was tun. Das ist schön. Ich liebe die Entscheidung, in denen man keine Gegenstände braucht. Während du die Außenseite des Schiffs überprüfst, stolperst du über etwas, das halb im Sand vergraben liegt. Du nimmst dir ein paar Minuten Zeit und gräbst es frei. Anscheinend ist es eine Suppendose, die von einer Steinhand umschlossen wird. Das klingt irgendwie so ein bisschen eben nach einer menschlichen Zivilisation. Oder, also es gab ja schon mal die Anmerkung, dass es eine menschliche Zivilisation sein soll. Kann natürlich auch eine außerirdische sein, weil Suppen werden ja überall hier konsumiert. Das haben wir ja schon mitbemerkt. Und ich könnte jetzt versuchen, sie gewaltsam herauszuhalten, aber dabei würde ich das steinere Werk wahrscheinlich beschädigen. Ich dachte jetzt nämlich erst daran, dass die vielleicht alle irgendwie versteinert wurden durch diesen Sturm oder durch Medusa. Ich könnte sie auch in Ruhe lassen und mir die Stelle erstmal genauer ansehen. Aber denk aber dran, später könnte die Dose nur schwer wiederzufinden sein, weil die Umwelt auf diesem Planeten alles wieder so schnell mit so einer Staub bedenken. Ich mach mal Intelligenz, weil Stärke ist hier kein so ein Punkt. Ich mache aber mal Intelligenz und überlasse das Didi. Dann die endgültige Entscheidung zu fällen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Wird das einfach nur intelligent gar nicht behandelt? Also jetzt bin ich zumindest nicht gewaltsam oder lass mal es einfach liegen? Du hast dir das Steinwerk und die Dose, die du in der Nähe des Shuttles halb im Boden vergraben hast, genau angesehen, konntest aber nicht viel daraus entnehmen. Und dann hat mich eine Schlechtwetterfront zurück an Bord gezwungen, bevor ich etwas in Erfahrung bringen konnte. Was auch immer die Dose in der Hand gehalten hat, ist jetzt wohl wieder vollständig vom Sand verdeckt. Es wäre kontraproduktiv, nach draußen zu gehen und erneut danach zu suchen. Es war bestimmt wieder irgendeine Falle oder sowas, aber es gibt zumindest immer mehr Hinweise auf diese Zivilisation. Ich bin gespannt, wann wir hier vielleicht auch auf überlebende oder im Untergrund lebende außerirdische Wesen treffen werden. Hier ist auch schon so ein bisschen Sand, den hatte bestimmt irgendwie Emmett in den Stiefeln mit drin. Ich dachte erst, da wäre sonst was passiert, aber da liegt schon so ein wenig Sand herum. Ein grafisches Detail, das ich hier nicht missen möchte. Diddy, du bist krank und schwach. Das ist echt nicht gut. Ich könnte hier wieder verbessern. Dafür habe ich... Ich muss das Artefakt jetzt recyceln. Aber erst in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werde ich das Artefakt recyceln. Dann könnt ihr es euch hier nochmal für diesen Part komplett vollständig anschauen. Das war der letzte Part. Komplett mit diesem besonderen Artefakt. Ich weiß, wir sollten uns eigentlich nicht um das Artefakt sorgen, sondern um Megan. Megan! Ihr müsst immer alle mitmachen, bitte. Und ich sorge mich auch gleichzeitig. Ich finde es eigentlich gigantisch, was ich immer für Überleitungen habe. Da würde ich mir gerne mal kurz selbst... Props geben. Ich mache mir auch Sorgen darum, wirklich. Wie viele Bewertungen und Kommentare dieser Part hier bekommen wird. Und wie viele von den Leuten, die diesen Kanal hier noch nicht kennen, den Kanal abonnieren werden. Das sind wirklich Gedanken, die ich mir hier mache. Und darüber denke ich jetzt erstmal ein paar Tage nach, bis zur nächsten Folge von 60 Parsecs. Inzwischen drin werde ich aber andere nachdenkliche Videos hochladen, die ihr euch gerne anschauen könnt, die ihr euch anschauen solltet, die ihr anschauen müsst. Oh. Bis dahin. Megan!